Ja, bei Hamburg oben habe ich mir eine gehabt. Okay. Aber das lohnt sich doch eigentlich nicht wirklich, weil du hast Hannover eine und da oben relativ südlich im nee, so Ich in glaube, Dänemark, ne? Rostock oder sowas habe ich die geholt. Ja, also jetzt nicht Hamburg, sondern irgendwo oben bei Hamburg war das. Okay. Da, wo es gerade weggeht Richtung Dings da, Fähre und weg. Falls ich schnell mal muss. Falls die Bank das Geld will. Ho, ho. Ich schaffe aber mehr Bahn, als ich vermutet hätte. So, das Feld ist fertig. Ich muss aber mit ein bisschen mehr Überlappung fahren hier. Das ist voll der Mist. Der eiert so rum. Jetzt habe ich wieder so einen kleinen schmalen Streifen, wo ich was drüber streuen muss. Ich auch so ein beschissener Perfektionist bin. Ein kleiner Monk, was das angeht. Ich finde den Typ cool. Der hat zwar einen scheiß Anzuggeschmack, aber. Aber Da die war Karre noch ist was. geil. Ich habe das nie geguckt, wirklich. Die Karre von dem ist gut. Die 46 müssen wir noch, gell? Ja, müssen wir. 46? Ja. Ach stimmt, du bist jetzt erst auf 34 fertig, ne? Jawohl. Hast aber lange gebraucht. Höhö. Rasend schnell und. Eventuell solltest du auch mal auf den Hof fahren oder zum Shop und den mal reparieren. Beides. Ein Drittel ist jetzt weg. Ja. Und vom Flug, der ist ja wahrscheinlich auch schon abgenutzt. Das Ja, nee, fordert natürlich noch mehr Leistung ein. 34% ist kaputt. Okay. Wie schnell fährst du ungefähr noch beim Flügen? 9, also 9 und 10, also Ja gut, okay, ist dann geht gleich das noch. geblieben. Ja gut, für die 46 sollte das jetzt reichen. Das ist nicht allzu groß. Ja, hätte ich auch gedacht, ich mache jetzt das noch fertig und dann wird er gewaschen und repariert. Dann sieht er wieder frisch aus. Dann stellen wir den beim Händler hin und sagen, wir Hier nehmen kannst einfach du haben, 9, ist den neu. stelle ich nicht auf. Ja. Ja, es macht halt auch was aus, ne? Wenn du reparierte Fahrzeuge verkaufst, dann kriegst du mehr, Ja. als wenn sie komplett im Eimer sind. Ist schon richtig, ist zustandsbedingt. Ja. Motor. Wow. Und Audi-Händler. Oh. Da ist der Tag. Außer wenn er sagt, ich muss noch 3 Monate warten, dann brenne ich den Laden nieder. Ich habe jetzt hier ja, knapp die, ja, mehr als ein Viertel oder mehr als ein Drittel auf jeden Fall mit der Kalkladung hier geschafft, ne? Das ist gefühlt deutlich mehr, als ich eben geschafft habe auf dem anderen Feld. Ob das hier vielleicht gar nicht so viel Kalk annimmt, weil es hätte nicht gekalkt werden müssen. Ja, okay, aber der Kalk annehmen oder nicht, das ist egal. Der Durchsatz von dem Dreuer selber ist ja immer der gleiche. Was er rausschmeißt, Ja, aber oder? ich bin jetzt viel weiter gekommen mit der Ladung als vorher. Schneller gefahren? Langsamer gefahren? Nee, eigentlich nicht. Mysteriös. Das ist wirklich mysteriös. Aber gleich ist er auch leer.
Wo ich die Bahn hier auf jeden Fall noch schaffen werde. Ja, ich sag mal so, bis du alles gekalkt hast, habe ich die 46. Sei dir da mal nicht so sicher. Doch, weil du musst wieder auf. Das geht schnell, das Auffüllen. Ich habe ja meinen Überladewagen jetzt. Ja, wenn das nicht. Deswegen wäre Follow Me jetzt cool, weil dann würde ich denen jetzt gleich sagen, hier folg mir zum nächsten Feld, dass der schon mal alleine damit hinkommt. Ja, ich sag ja, wenn der Überladewagen der ist, wieder zum Händler muss. Beziehungsweise zu der Kalkstation. Ja, dann auf jeden Fall, wenn das wieder 10 Minuten braucht, bis er voll ist. Habe ich gute Chancen. Wenn meine Kinder sich nicht streiten können, sind sie nicht glücklich. Ja. So. Leer. Jetzt hätte ich aber auch eigentlich eben durchhüpfen können. Ich glaube, das wäre gescheiter gewesen. Nämlich gleich nebenan die Fahrzeuge. So, Handbremse lösen, dann fährt er auch. Also die kurze Seite hochflügen des Fahrzeugs. 5, 4. Ein Glück, ich muss nur Anfang und Ende ein. Die 47 ist schon, oder? Ja, die habe ich schon. Perfekt. Alter! Das habe ich ja jetzt gerade erst gesehen. Was? Wie krass der Düngelstreuer in die Feder geht, wo er aufgefüllt wird, weil das halt so mega schnell geht. Die ist richtig so, sackt ja, der voll ab. Sackt da runter. Aber richtig übertrieben. Da sieht man wieder das Gewicht, was nicht angegeben. Vor allem das Lustige ist, der Kalksteuer wiegt auch 2,4 Tonnen. Also nur 600 Kilo weniger als das andere Gespann mit 125.000 Litern. Oh, das ist ja das, was ich meine. Der geht so brutal in die Knie, aber das Riesending, das ist sowas wie. Das wird mich nicht. Ja. Wir müssten eigentlich mal die komplette Karte kalken, dann sieht es aus, als wenn es geschneit hätte. Mich würde es interessieren, was ist, wenn es regnet. Es bleibt, glaube ich, so. Dann müsste doch eigentlich weg, oder? Eigentlich müsste es mit versinken. Ja. Ich finde es ja auch lustig, dass es weggeht, wenn du drüber düngst. Was ja eigentlich auch unnormal ist. Ja, wenn es Flüssigdünger wäre oder so. Ja, dann ja, aber halt bei, wenn du da die Kügelchen drauf ballerst. Wahrscheinlich bloß als Hilfestellung, weiß auf weiß, weißt du, nach dem Motto, wo hab ich schon, wo hab ich ja, noch. Ja, toll, dass sie daran denken, aber in der Nacht und bei hohen Ausgewachsenen halt nicht, ne? Ja, das. Ja, Luft nach oben ist immer da. Ja. Wäre ja auch sonst viel zu langweilig. So, ich näher mich dem Ende des Feldes. Sehr schön. Weil den juckt das auch null, ob das hier bergauf geht oder nicht, ne? Zieht einfach hoch. Ja, so ein bisschen Kalkstreuer. Muss ich halt ein bisschen mehr anstrengen, aber ich fahr trotzdem 19. Überlege ganz, was mir das.
Lasagne und sowas. Was? Lasagne wird. Oh ja. Oder so einen schönen Auflauf oder so. Ja, irgendwie sowas. Die Teller machen. Fett auf dem Wohnzimmer. Fernsehen, Film rein. Ich mach's mal. Ja. So, das hätten wir. Fertig. Auf geht's zum nächsten. Fahre ich jetzt am besten gleich zu 34, die liegt ja auf dem Weg. Ist ja, glaube ich, der nächste. Dann die 48, die, nee, was war das? 43, glaube ich. 43. Alter, ist die Straße hier schmal. Oi, sehe ich auch. Karte unten mehr. ja. Bin schon auf Luft. 7 km/h. Oh, so schnell noch. Das ist schon bald nur noch die Hälfte von dem, was du theoretisch könntest. Das ist toll, Alter. In der einen Ecke angefangen, Alter, und Ende hier unten genau in der Mitte vom Feld. Beim Händler kann man auch reparieren, gell? Ja. Bin ja gleich neben dem Händler. Fahr ich kurz rein, drück mal auf die Taste und dann mache ich. Ja, ich glaube, besser ist das. Dann bist du auch ein bisschen schneller wieder unterwegs. Ja, weil vor uns waren es noch 9, 10, 9, ab und zu mal ein 8 und jetzt ist es ein 7, 6, 7, 6. Ja, das ist ultra langsam schon. Dafür, dass du halt knappe 12 könntest. Ja, okay, war ich am ganz am Anfang aber auch nicht. Ja, Auch hier da war ging es schon auch ein bisschen. bergauf und so, und da war er auch schon ein bisschen angefressen. Ja. Man merkt halt, dass es rasch. Na, schaffen alles zu kalken werde ich heute wohl nicht mehr, glaube ich. Obwohl, Warum könnte knapp jetzt? werden, also glaub, bis 19 Uhr sind jetzt noch 50 Minuten. Wird knapp eventuell. Ja, haben wir immer noch nichts eingesät. Wahnsinn. €1.066. Das ist aber ein Schnapper. Nur für den Traktor oder für den Flug? Für den Flug. Oh. Der Traktor ist, glaube ich, teurer.